Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Banished. Wir haben schon wieder Late Winter. Das ist immer ganz schön eigentlich, so eine Folge ist immer so ein Jahr quasi. Das passt, also so zeitlich passt das ganz gut. Ja, wie sieht's denn aus? Also wir haben jetzt einen Schmied gebaut, wir haben jetzt eine Schule am Start und wir haben zu wenig Stein, um diese Brücke fertigzustellen, die wir ganz dringend brauchen, um mehr Stein zu bekommen. Ja, man kann sich jetzt ziemlich schnell in eine Ressourcensackgasse manövrieren, wenn man zu spät feststellt, dass einem von einer bestimmten Sache was fehlt, weil meistens ist es so, wenn es dann zu spät ist, ist es dann auch zu spät, das dann noch zu bekommen irgendwie. Also da muss man dann eine Hauruck-Aktion irgendwie machen. Pause. Ich muss wieder die Feldarbeiter muss ich hier wieder zuweisen, sonst gibt's kein Fressen dieses Jahr. So, und weiterlaufen lassen. Die müssen nämlich die Felder bestellen hier. Wie viel Nahrung haben wir noch? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Haben wir jetzt wieder Stein? Haben wir jetzt wieder Stein? Oh, noch zwei Steine. Dann können die hier endlich anfangen, die Brücke zu bauen. Wir brauchen diese Brücke so dringend. Sowas von dringend, kann ich euch sagen. Ja, man hat auch, um jetzt mal auf die Sache mit den Ressourcen zurückzukommen, man hat auch die Möglichkeit, eine Mine zu bauen, um Eisen zu bekommen. Und man hat auch die Möglichkeit, einen Steinbruch zu bauen, um an Steine zu kommen. Das ist aber alles ein bisschen blöd, weil diese Dinger kann man dann nicht mehr abreißen hinterher. Die stehen dann da und sind dann halt einfach da. Und ich möchte die am Anfang nicht so dicht an die Ortschaft platzieren, weil die dann die Baufreiheit ein bisschen einschränken. Ja. Und ihr seht, wir haben hier am Anfang eh nicht so viel Platz. Wir sind hier gerade ein bisschen eingekesselt von Bergen. Und da möchte ich jetzt ungern hier so einen riesen Steinbruch hinsetzen, der mir ja fast ein Drittel des Platzes wegnimmt. Das muss nicht sein. Das ergibt keinen Sinn. Insofern lasse ich das erstmal. Ah, die Brücke ist fertig. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, das Erste, was die tun dürfen, die Jungs, ist hier ordentlich Steine klopfen. So. Und wenn die damit fertig sind, dann bauen wir wieder ein paar Sachen. Und zwar Häuser, ganz wichtig. Einen, wo war's? Hier, diesen Herbalist, diesen Pflanzenkundigen. Denn falls die mal krank werden, aus irgendeinem Grund, dann kümmert der sich darum, dass die wieder gesund werden. Das ist ganz wichtig. Weil man könnte auch theoretisch ein Lazarett bauen. Aber das ist, glaube ich, nur dann nützlich, wenn wirklich so eine Epidemie ausgebrochen ist. Müssen wir auch noch bauen, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist eigentlich eher dieser Pflanzenkundige, damit es gar nicht erst so weit kommt. Dass gar nicht erst eine Epidemie ausbricht. The reserve of locks is low. Wer hätte es gedacht, meine lieben Freunde? So, die bestellen ja schon wieder das Feld. Das ist sehr gut. Und ich würde sagen, an einem bestimmten Punkt mache ich ja auch mal einen Fruchtwechsel und wechsle auf Bohnen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung, aber ja, man macht das halt so. Also mache ich das auch mal so. Ja, dass man halt nicht immer das Gleiche auf einem Feld anbaut. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht im Ertrag. Aber ich habe schon festgestellt, je länger die Felder bewirtschaftet werden, desto, also an einem bestimmten Punkt werfen die nicht mehr so viel ab wie am Anfang. Das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. So, wie viele Arbeiter haben wir denn? Okay, Bilder brauchen wir keine, das heißt, wir weisen die mal auf die Arbeiter zu. Und Laborer, ja wie gesagt, Laborer sind halt einfach freie Arbeiter, die machen halt das, was so anfällt, zum Beispiel hier die Steine klopfen. Und ja. Die Fischerei läuft. Oh, wir haben so viel Fisch. Das ist sehr gut. Das ist eine gute Reserve auf jeden Fall. Der wird auch nicht schlecht oder so, ja, wenn der in der Farm liegt, das passt halt.
Der ist halt einfach auf Reserve sozusagen, auf Halde, auf Tasch haben wir den. Ein paar Fische auf Tasch. So. 7 Schüler haben wir. Das ist auch gut. Mal gerade gucken, wie viele. Also wir haben noch 15 Menschen. 7 Schüler und 2 Kinder. Okay, wir müssen jetzt mal langsam anfangen, neue Häuser zu bauen. Wenn, sobald die hier das Material geholt haben, fangen wir mal an, Steinhäuser zu bauen, weil die Steinhäuser halten die Leute besser warm im Winter. Und ich mache das immer so, am Anfang baue ich halt die Holzhäuser. So 5 Stück oder so. Und dann ab dem Punkt fange ich dann an umzusteigen auf Steinhäuser. Ja. So. Bauen wir mal hier eine Straße hin und dann können wir schon mal setzen. Die laufen ja nicht weg. Obwohl, warte mal. So. Ja, machen wir das mal so. So. Und so. Genau. Und eine Straße. Flupp. Sehr schön. Wunderbar. Wunderschön. Ja, das hier sind die Kleidungsstücke, die die anziehen können. Hidecoat. Da sind nur noch 6 übrig. Aber ich habe festgestellt, Kleidung ist jetzt nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Weil wenn die Leute im Winter frieren, dann gehen sie halt kurz zu ihrem Haus und wärmen sich da auf. Und dann arbeiten sie weiter. Das heißt halt einfach nur, dass sie nicht so lange im Winter arbeiten können. Aber das hat sich bis jetzt noch nicht wirklich negativ ausgewirkt, weil die essentielle Produktion findet halt im Sommer statt. Und da können die auch ohne Klamotten rumlaufen quasi oder mit schlechten Klamotten. Das macht denen da nichts aus. Ja, also Nahrungsmittelproduktion und so, das findet halt alles in der warmen Jahreszeit statt einfach. So. Sind hier genug bringt hier mal jemand Rohstoffe bitte für diese Baustellen? Das wäre nett. Oder sind sie alle schon wieder mit wichtigeren Dingen beschäftigt? Ja, wir müssten eigentlich hier einen Laborer haben, der sich darum kümmert. Na gut, weisen wir den mal als Bilder zu. Mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Oh, meine Hand ist eingeschlafen. Das ist so fies. Manchmal liegt meine Hand so komisch auf dem Mauspad und dann schläft die ein. Ah, ganz fies, ey. Ganz mies ist das. Die holen immer noch Steine, ne? Ja, die klopfen hier hinten noch Steine. Das ist eigentlich ganz gut, dass die das machen. Wie gesagt, man braucht hier echt viel Stein. Aber irgendwie kümmert sich hier keiner um diese Baustellen. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Ja gut, die bauen hier gerade die Straße. Vielleicht liegt es daran. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass sie da gerade die Straße bauen. Wie sieht es zeitlich aus? Oh, Herbst schon wieder. Und ja, genau, das Feld wird abgeerntet. Sehr gut. Und ihr seht jetzt, wir hatten vorher 900 Fisch und jetzt kommt erst wieder Weizen rein. Das heißt, in der Zeit, wo wir keinen Weizen hatten, haben die Fischreserven fast also zur Hälfte aufgezehrt. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass man so 2 Nahrungsquellen hat und möglichst auch eine, die auch im Winter ein bisschen was abwirft. Und da ist die Fischerei einfach am besten. Weil ich habe nämlich festgestellt, diese Jagdhütte, also ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, aber die funktionierte bei mir nicht. Man kann ja hier auch so eine Hunting Cabin bauen. Die frisst erstmal total viele Ressourcen und ich fand die jetzt nicht so, also da kam irgendwie nichts bei rum. Also ja, da fiel nichts ab irgendwie, keine Ahnung, die hat nichts produziert. Obwohl sie besetzt war und ja. Aber die Fischerei ist, die ist super. Die funktioniert immer. So, habt ihr es jetzt hier endlich mal mit den Steinen? Die schleppen immer noch Steine an. Ah, jetzt wird hier mal gebaut. Stopp. Ich muss die Feldarbeiter abziehen und die Bauarbeiter. Genau. So.
So muss das aussehen, damit die Häuser schnell fertig werden. Was brauchten wir noch? Genau, ein Herbalist. Ein Pflanzenkundigen. An dem Moment, das ist... Nee, Gazara. War das Gazara? Nee, nicht Gazara. Quatsch. Hier, Herbalist. Den brauchen wir. Den setzen wir mal neben den Förster. Würde ich sagen. So. Sehr schön. Genau, und dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen Friedhof. Wo setze ich den Friedhof hin, ist die Frage. Der Friedhof braucht halt so viel Platz. Es braucht alles Platz irgendwie. Und wir haben hier nicht so viel Platz gerade. Das ist eigentlich der einzige Haken an dieser ganzen Sache hier, dass wir nicht so viel Platz haben. Friedhof. Gucken wir mal. Oh, nee, das ist zu klein. Das sieht ganz gut aus. Ja. Ja, komm, setz mal den Friedhof da ein. Oh, jetzt haben wir schön viel Stein. Guckt euch das an. 94 Stein. Das ist perfekt, liebe Freunde. Perfekt ist das. Ah, wir haben kein Holz mehr, ne? Shit. Ach man, es fehlt aber auch immer irgendwas. Na gut, dann... Bitte fällt alle Bäume in diesem Bereich, liebe Freunde. Ja, der Schmied sagt auch, ey, was sind denn die Holzlatten? Ihr habt keine Latten mehr. Ja, was soll ich da machen? Ich muss halt auch mal Holz hacken. Oh. Brauchen ganz schön viele Baumeister, sehe ich gerade. Wir haben noch 5 von 8. Hm. Ja, Bäume brauchen wir. Also, Loks, Stämme. Wie sieht es denn mit der Zeit aus? Oh, schon wieder Late Winter. Oh ja, genau. Und das heißt, es ist wieder mal eine Folge zu Ende. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Banished. Bis dann. Ciao, ciao.